Seil zieht sich dann noch fest. Wenn der Mutti sich reinlegt. Halt die Klappe! Hallo ihr Lieben, lange nicht mehr gesehen, ich hier im Garten. Wir sind wieder an einem schönen Samstag hier im Garten und wir haben von der Firma La Siesta was ganz Tolles bekommen und das wollen wir euch heute mal zeigen. Und zwar ist das ein schöner Hängesessel aus Biobaumwolle, durften wir uns auch die Variante aussuchen. Und der Tino, der packt das mal jetzt aus und dann gucken wir uns das ganze Teil mal an. So, hallo auch von meiner Seite. Ja, Paket ist gar nicht so groß. Und wir schauen mal, was da jetzt alles rein dazugehört. Sind schon ganz gespannt. Wir freuen uns auch schon, wenn wir uns da reinschmeißen dürfen. Wir haben uns übrigens die Variante, den Hängesessel Habana ausgesucht in King Size. Also extra groß, weil wir haben ja hier dann auch mal das ein oder andere Kind da und die werden sich dann drum streiten. Und wir haben uns das, wie man ja da schon angedeutet sieht, in der Farbe Agave ausgesucht. Ja, da haben wir jetzt hier einmal, ich denke mal, dass das die Befestigung ist, ne? Genau, ja, die haben das nämlich, man kann sich dort mitbestellen, entweder Baumbefestigung für Hängematte und Hängesessel oder auch für die Decke für zu Hause kann man sich da auch Befestigungen bis mitbestellen. 100, bis 160 Kilo. Drin. Kostenloses Fernrohr. Alles leer. So. So, er macht das jetzt auf. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr wertig an. Die gibt es halt auch in ganz vielen verschiedenen Farben und auch ganz vielen verschiedenen Größen. Also wir haben jetzt, wie gesagt, die größte Größe ausgesucht, weil das dann auch mal zwei Leute drauf können. Und die Farbe Agave. Und das gibt es halt noch in Rot, in Braun, in Schwarz. Ist also auch noch in der Tasche, das ist natürlich ziemlich cool. Ja, dann kann man den auch abhängen und man hat den dann, kann den dann gleich gut verstauen. Das ist praktisch. Weil ich glaube nicht, dass der jetzt so dolle wetterfest ist. Mhm. Das ist ja Baumwolle, die würde sich dann auch vollsaugen. Das ja, sollte man dann natürlich, wenn man wieder geht, am besten, denke ich mal, abhängen. Aber das ist auch relativ schnell gemacht und das Teil ist auch gar nicht so schwer. Also ich glaube, das Paket war jetzt bei 2,5 Kilo. Das ist nicht schwer. Ne? Und das ist vollkommen in Ordnung. Die wollen das nämlich auch, oder die machen das alles auch super, super nachhaltig. Ne? Die sind auch GOTS zertifiziert. Ich habe mal geguckt, was das genau bedeutet. Das bedeutet Global Organic Textil Standard. Das ist halt eine zertifizierte Biobaumwolle, wo die Textilien halt auch richtig nachhaltig hergestellt werden. Was halt schon beim Anbau und sowas ja, startet. Und das finde ich halt auch super man toll. Halt, ja, man merkt halt auch, wie robust das ist. Ne? So. Oh, der sieht so schön aus. Die Farbe gefällt Farbe mir so ist gut. Super, ja. So größer ist das jetzt hier erstmal gar nicht. Ne? Mhm. Hier hat man quasi das Holz. Das ist dann dafür da, dass das Ganze ein bisschen Stabilität hat. Ne? Auch ein Nebenfakt zum Holz. Da haben sie nämlich auch eine, ja, ist auch ein zertifiziertes Holz und zwar FSC, Forest Stewardship Council. Das ist ein Holz, was aus Baumbeständen verwendet wird, die gemäß ökologischer Kriterien bewirtschaftet werden. Auch das finde ich ziemlich cool. Also die passen da echt gut auf. Ne? So, ja, und jetzt müssen wir den ganzen Spaß zusammenbauen. Wir haben hier unseren Kirschbaum. Und da soll er dann mit dran. Was ich auch gut finde, es ist ein sehr breiter Gurt, damit man halt dem Baum jetzt nicht unbedingt schadet. Ne? Mhm. Man könnte ihn dann auch unter den Gurt zur Not noch was drunter legen. Ja, ich sag mal, ein Stück Teppich oder sowas, dass der Baum dann nochmal extra geschützt ist, dass der Gurt sich natürlich nicht in den Baum irgendwie reinreibt oder sowas. Ne? Aber es sieht alles sehr wertig aus. Sehr stabil und die Seile oder die Taue oder Tampen, die kenne ich tatsächlich damals noch vom Seefahren, die halten Hallo. Richtig was Tschüss. Aus. Ne? Ja, dann müssen wir mal gucken, wo und wie wir das Ding Bums da jetzt an den Baum rankriegen. Ich bin gespannt. Hoffentlich stelle ich mich nicht so doof an. Thank you.
Seil zieht sich dann noch fest. Wenn der Mutti sich reinlegt. Oder halt die Klappe. Deine Mutti meint er natürlich. Natürlich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir ein bisschen. Jetzt kommt das kleine Teilchen hier. Was heißt klein? Das ist auch. Also die Qualität von den Teilen ist echt geil, ne? Also richtig hochwertig. Kunde, ne? Also hier haben wir, ich zeig's euch mal kurz aus der Nähe nochmal. Hier ist richtig viele Bänder verarbeitet, dass es auch wirklich schön Halt hat. Das Holz hat eine richtig tolle Qualität. Also Wahnsinn. Bin sehr, sehr gespannt. Und da kommt auch jemand, der uns mit Snacks versorgt. Hallo? Meine Snacks. Okay. Meine Snacks. Emil? So, jetzt kommt der Sessel. Der ist wirklich schön groß. Mega. Der wird jetzt da so reingehangen. Wir haben es jetzt erstmal ein bisschen tief gemacht. Das kann man dann da oben auch noch ein bisschen anpassen. So, jetzt frisch angepasst. Jetzt probieren wir es mal aus. Das kann man dann noch schön hoch und runter stellen, je nachdem in welcher Höhe man das gerne hätte. Na, also jetzt für den Emil ist weiter unten natürlich besser, für den Papa weiter oben. Kann man dann ganz easy hoch und runter stellen. Für mich ist auch weiter oben besser. Und schon hängt das Riesenteil. Voll cool. Und da setzt man sich jetzt einfach so rein. Hm. Probe. Oh, das sieht aber gemütlich aus. Tino wird nie wieder rauskommen. Sieht auch gut aus, dass das gut hält. Also da sieht, seht ihr die Befestigung. Das ist mein Place to be jetzt. Voll gut, oder? Und deswegen haben wir King Size geholt. Guckt euch das an. Oh, ihr wollt Mittagsschläfchen. Oder? Wie ist denn das, Emil? Schön. Ist das schön komfortabel? Das ist ja übelst schön. Ja, wir hatten uns halt, den gibt es auch noch kleiner. Wir haben uns aber halt für King Size entschieden, weil halt, wie ihr seht, dann doch mal das ein oder andere Kind dann vielleicht doch noch mit rein will. Und wie gesagt, das trägt bis 160 Kilo, also man hat ein bisschen Luft nach oben. Hm. Ja. Voll gut. Man kann jetzt natürlich auch noch die Füße mit reinnehmen und sich dann da richtig reingurgeln, ne? Hatte ich ja gerade. Also man kann sich auch so reinsetzen, ne? Wie so eine Hängematte, denke ich mal, oder? Na, das ist nur Hängesessel. Hängematte gibt's extra, Schatz. Aber man kann es ja ausprobieren, ne? Fetzt? Das fetzt. Halt, Schuhe aus. Schuhe aus auf dem Hängesessel. Sieht doch mal mit meinen Superschuhen. Jetzt kommt die Schaukel sich damit in die Quere. Die müssen wir dann auch umhängen. Aber richtig cool, oder? Ja, sehr schön. Danke, La Siesta. So, damit haben wir jetzt unseren Hängesessel. Ich bin übelst glücklich, wollte sowas schon immer mal haben. Also wie Tino gerade schon sagte, danke, La Siesta. Wir werden es uns da drin jetzt gut gehen lassen. Ihr guckt unbedingt mal auf deren Seite, ne? Wenn ihr da Bock drauf habt, für einen Garten, für einen Balkon oder für zu Hause auch. Also die haben halt auch Hängematten richtige. Die haben aber auch Hängesessel mit so einer Deckenanbringung, sodass man das auch zu Hause sich fürs Kinderzimmer oder fürs Wohnzimmer zum Beispiel machen könnte. Voll gut. Und genau, da könnt ihr mal auf der Seite schauen. Da gibt es auch, die machen auch ziemlich coole Sachen. Ich muss hier kurz mal lesen, dass ich nichts Falsches, konnte mir das jetzt nicht merken. Und zwar heißt, dass die Initiative Socilla oder Socilla, die sich dafür einsetzt, halt auch nachhaltigen Anbau von Biobaumwolle zu fördern. Ne? Auch richtig, richtig cool, gefällt mir richtig gut. Also nicht nur coole Produkte, sondern halt auch Produkte, die sich halt auch für ja, klimafreundliches und nachhaltiges Produzieren einsetzen. Richtig, richtig cool. Genau. Und jetzt im Anschluss zeigen wir euch einfach mal noch so ein paar schöne Eindrücke, wie der Garten aktuell so blüht und gedeiht.
Die Seite von La Siesta, die werden wir euch unten auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Ne? Und könnt ihr dort mal ein bisschen stöbern. Genau, dann viel Spaß noch bei uns im Garten.